zusammen und herzlich willkommen zu Linas Adventskranz Nummer 3. Einen wunderschönen dritten Advent wünsche ich euch und ich habe mir überlegt, ich zeige euch heute mal drei meiner Lieblingsplätzchenrezepte, die ich jetzt gebacken habe. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das klappt mit diesem Voice-Over. Das habe ich nämlich noch nie gemacht und ja. Aber wenn ihr das Video jetzt seht, habe ich anscheinend irgendwas hinbekommen und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei, mir zuzuschauen, wie ich meine Weihnachtsplätzchen backe. Ja, und wenn ihr die nachbackt, würde ich mich natürlich sehr über Erfahrungsberichte freuen. Und ja, bis dann. Fangen wir an mit den Kokosmakronen. Dafür brauchen wir 200 Gramm Zucker, 3 Eier, 125 Gramm Butter und 200 Gramm Kokosraspeln. Als erstes schlagt ihr ganz normal die Eier auf und fügt dann den Zucker hinzu, um das Ganze schön schaumig zu rühren. Und dann kippt ihr einfach die Kokosraspeln dazu und rührt die richtig schön unter. Und zum Schluss macht ihr einfach noch die Butter dazu. Ich habe die vorher in der Mikrowelle ein bisschen weich gemacht, damit ich sie einfach besser verrühren kann. Das könnt ihr aber auch im Wasserbad machen, einfach, dass die sich besser verarbeiten lässt. Und alles schön gleichmäßig zusammenrühren und damit es so eine schöne Paste gibt. Dann nehmt ihr euch 2 Teelöffel und portioniert einfach die Kokosmakronen in der Größe, wie ihr sie haben möchtet. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen zu eng gesetzt, weil die gehen auf wie so ein Mega-Fladen und das solltet ihr vielleicht vorher beachten. Ich zeige euch das nachher nochmal, wie die bei mir dann verlaufen. Optional könnt ihr natürlich auch Obladen drunter legen, damit ihr dann einfach so ein, ja, so eine Fläche habt, wo das noch so drunter ist. Also ich habe es jetzt ohne gemacht, ich habe es aber auch schon mitgemacht, das schmeckt auch ganz gut. Das könnt ihr einfach machen, wie ihr lustig seid, bis dann der ganze Teig aufgebraucht ist. Und dann schiebt ihr sie einfach in den Backofen bei 200 Grad vorgeheizt bei Ober-Unterhitze und bei 180 Grad habe ich es jetzt bei Umluft gemacht. Und hier könnt ihr jetzt ganz gut sehen, wie die denn verlaufen sind. Und sie sind bei mir nicht gleichmäßig braun geworden, weil ich dummerweise 2 Bleche zur gleichen Zeit in den Ofen geschoben habe. Das hätte ich einfach lassen sollen. Macht nur ein Blech in die mittlere Schiene und dann dürfte das nicht passieren. Und lasst sie so lange drin, bis sie goldbraun sind. Als nächstes machen wir jetzt Haferflockenplätzchen. Dafür brauchen wir 300 Gramm Zucker, 150 Gramm Weizenmehl, 300 Gramm Haferflocken, 2 Eier, 250 Gramm Butter und ein halbes Päckchen Backpulver. Tja, und das ist wohl der einfachste Teig, den es überhaupt nur gibt, denn ihr schmeißt einfach alle Zutaten zusammen und verrührt sie zu einer gleichmäßigen Masse. Ich habe es jetzt immer so ein bisschen abwechselnd nasse, trockene Zutaten gemacht und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, einfach rein damit und schön zusammenpanschen. Thank you.
Hier dann wieder gleiches Spiel wie schon bei den Kokosmakronen. Ihr nehmt 2 Teelöffel und portioniert die Plätzchen. Ich habe daraus gelernt, denn auch die Haferflockenplätzchen gehen auf wie so Megafladen und habe es dann ein bisschen auseinandergesetzt. Und macht euch keine Sorgen, wenn die Klümpchen so ein bisschen unförmig aussehen, weil das verläuft sowieso, ist ziemlich egal. Achtet nur darauf, dass ihr relativ gleich große Klümpchen aufs Backblech setzt. Und ja, ich muss dazu sagen, das ist ein Rezept, wo sehr, sehr viele Plätzchen bei rauskommen. Bei der Masse, die ich jetzt auf einen Blech gelegt habe, kommen am Ende knapp 5 Bleche bei mir zusammen. Und auch diese Plätzchen kommen bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen bei Ober-Unterhitze, Umluft wieder 180 Grad und hier etwa 15 Minuten, aber schaut einfach drauf, wie braun sie am Ende sind. So wie sie jetzt da in dem Bild sind, sollten sie am Ende aussehen und ja, vielleicht sind es auch nur 10 Minuten, kommt auf die Größe drauf an, wie ihr das portioniert. Und zum dritten möchte ich euch jetzt noch Zimtsterne zeigen. Ein ganz einfaches Rezept. Dafür brauchen wir 100 Gramm Zucker, 250 Gramm Puderzucker, 3 Eier, davon brauchen wir aber nur das Eiweiß. 250 Gramm geriebene Mandeln. Ich habe jetzt hier gemahlene, hat auch funktioniert, also da solltet ihr euch keinen Stress machen. Im Rezept steht gerieben, aber was soll's. Und logischerweise brauchen wir auch Zimt und davon 2 Teelöffel. Und was ich hier leider vergessen habe, wir brauchen noch Mehl, das aber auch individuell. Als erstes nehmen wir das Eiweiß und das Eigelb, könnt ihr sonst was verwenden, das brauchen wir einfach nicht mehr, und schlagen dann das Eiweiß zu Eischnee. Und dann rührt ihr einfach den Puderzucker unter den Eischnee oder Eischnee unter den Puderzucker, ist egal. Auf jeden Fall ganz wichtig, vorher den Puderzucker gut durchsieben, sonst gibt's Klümpchen. Einfach so lange rühren, bis ihr dann halt eine schöne cremige Masse habt. Und von dieser Baiser-Masse nehmt ihr dann 2 bis 2,5, 3 Esslöffel beiseite. Die brauchen wir nämlich nachher nochmal zum Dekorieren. Dann mixt ihr mit einer Gabel erstmal Zimt und Mandeln schön durch, dass das so eine bräunliche Krümel, was auch immer, ihr wisst schon, was ich meine, ergibt. Und gebt es zu der Baiser-Masse und mischt einfach alles schön zusammen. So, und jetzt kommen wir nämlich zum springenden Punkt. Bei mir ist das noch keine Masse, die man irgendwie kneten kann. Deswegen gebe ich die restlichen 50 Gramm geriebene Mandeln dazu. Die haben aber auch noch nicht wirklich viel gebracht. Und jetzt müsst ihr so lange Mehl nach Gefühl unterrühren, bis ihr so eine Masse erreicht, die man halt ja so kneten kann und ausrollen kann. Das hängt davon ab, wie groß die Eier sind, die ihr benutzt und wie viel Baiser-Masse ihr am Ende abschlägt. Also, es ist ganz nach Gefühl, macht das einfach, wie es sich am besten anfühlt und immer ein bisschen dazu, dann kann nichts schief gehen. Dann nehmt ihr eure Arbeitsfläche und die bestreut ihr dann mit Zucker, nicht mit Mehl, bei den Zimtsternen ist mit Zucker. Ihr seht jetzt hier, dass ich das schon so lange mit Mehl versetzt habe, bis es halt so eine Masse ergibt, und diese rollt ihr dann einfach auf diesem Zuckerbett, nenne ich es jetzt mal ganz poetisch, aus. Ja, und verfahrt ganz normal mit einem Nudelholz drüber, ausrollen, etwa 5 mm dick, und dann fangt ihr auch an, die Sterne auszustechen.
Wenn ihr die Sterne fertig ausgestochen habt, dann nehmt ihr euch die Baisermasse, die ihr zur Seite gestellt habt, und bestreicht die Sterne dann gleichmäßig damit. Und dann kommen die Zimtsterne bei Ober-Unterhitze 150 Grad, bei Umluft etwa 120 Grad in den Ofen. Und ihr lasst sie eigentlich mehr trocknen, als dass sie backen, und schaut, dass sie so ein bisschen Farbe bekommen. Lasst sie nicht zu lange drin, probiert es lieber vorher mal aus und nehmt sie raus, weil harte Zimtsterne schmecken einfach nicht gut. Das waren meine drei Lieblingsplätzchenrezepte zu Weihnachten. Ich denke, sie sind eigentlich relativ einfach nachzumachen. Und ja, die ganzen Rezepte und Angaben findet ihr natürlich nochmal in der Infobox verlinkt. Ja, das waren meine Rezepte. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr die nachbackt und mir dann sagt, wie es euch gefallen hat. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.